Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir die Schlacht in Scheef erfolgreich abgeschlossen und Ryoma und Scarlet rekrutiert. Und ich würde behaupten, dass wir jetzt so langsam alle Charaktere haben, abgesehen von den Kindern. Denn ich kenne ja, sag ich mal, viele, viele Charaktere aus meinem Nor-Let's Play schon, auch wenn die auf der Gegnerseite standen. Und ich denke, dass Ryoma vielleicht der letzte ist, den wir bekommen haben. Könnte ich mir so vorstellen, aber auf jeden Fall, habe ich erstmal so alle meine Pairings mehr oder minder. Ob da noch irgendwer dazukommt bei den Kindern, mal gucken oder ausgetauscht wird. Aber zumindest haben jetzt alle einen Partner bei mir. Das ist ja auch schon mal viel wert. Wir hatten Supportgespräche beim letzten Mal und ich hatte noch meine Ersatzbahncharaktere so ein bisschen, nicht direkt trainiert, aber halt die Supports freigeschaltet, damit die eben auch in absehbarer Zeit auf den S-Support kommen. Und nebenbei haben Hinoka und Kane auch noch den B-Support erreicht. Das war so ein netter Nebeneffekt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir lesen die Supports und dann geht's mit Kapitel 14, glaube ich, weiter. 13, 14? Ich meine 14, bin mir aber nicht ganz sicher. Gut, Silas und Felicia, der A-Support. Felicia, ich habe mir seit unserem letzten Gespräch sehr viele Gedanken gemacht. Ich glaube jetzt zu wissen, wie ich mit einer Vergebung verdienen kann. Das müsst ihr nicht, doch wenn ihr darauf besteht, ich könnte dich beraten und dir zeigen, wie man weniger tollpatschig ist. Was hältst du davon? Weniger tollpatschig? Ihr denkt nicht, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin? Oh, ich würde alles geben, um ein wenig geschickter zu werden. Von jeher war ich ein Tollpatsch. Ich habe schon aufgehört, an mich zu glauben. Das darfst du nie tun, Felicia. Sonst hast du gleich verloren. Ich werde es versuchen. Ich würde nun aber gerne wissen, was ihr geplant habt. Ich bin mir sicher, dass ich dir dabei helfen kann, dich zu verbessern. Als erstes will ich, dass du mir Tee servierst. Dabei musst du dir aber vorstellen, dass ich im Sterben liege. Ich wurde im Kampf schwer verletzt und nehme nun meine letzten Atemzüge. Bitte? Wenn du mir den Tee bringst, darfst du an nichts anderes denken. Wenn du diese Geisteshaltung annimmst, schüttest du garantiert keinen Tropfen. Also, möchtest du es ausprobieren? Ich glaube, ich verstehe. Ich werde es so gleich versuchen. Ach, ich sehe das Licht vor meinem Ende. Eine allerletzte Tasse Tee. Ich bringe sie euch sofort. Bei den Göttern wie nervenaufreibend. Ich darf es nicht vermasseln. Ich muss Silas eine letzte Tasse Tee servieren. Tee einschenken, Silas Herzschlag überprüfen, den Zucker nicht vergessen. Oje, oh, ich habe es vollbracht. Gut gemacht, Felicia. Ich wusste, dass du das packst. Konzentriere dich darauf, wie du dich jetzt fühlst und verinnerliche dieses Gefühl. Das werde ich tun. Habt vielen Dank. Somit gehören alberne Gespräche über Vergebung der Vergangenheit an. Dass ich dir helfen konnte, sollte mein unhöfliches Verhalten ausgleichen. So sehe ich das jedenfalls. Und du? Ich hatte euch schon vor Tagen gesagt, dass ich euch verziehen habe. Das stimmt wohl. Das ist jetzt alles wieder gut. Okay. Ich finde diese Methode zwar ein bisschen seltsam. Also ich könnte unter dem Druck vermutlich nicht besser arbeiten, aber wenn es ihr hilft, dann ist doch alles gut. Gut, Kagero und Hinata, ebenfalls der A-Support. Beim letzten Mal ging es ja, glaube ich, über Kunst. Die beiden haben noch nicht so viel geredet, tatsächlich. Kagero war ja doch ziemlich abweisend. Vielleicht ändert sich das ja langsam mal. Entschuldige, Kagero, hast du eine Minute? Wie vermag ich zu helfen? Sollte meine Kunst Thema sein, so gibt es kein Reden. Das hast du letztens falsch verstanden. Finde deine Kunst wirklich schön. Und schon wieder versuchst du zu schmeicheln. Diese gruseligen Strudel waren so toll. Ich habe noch nie solche Kunst gesehen. Es ist so, wie sagt man, abstrakt? Abstrakte Kunst. Nie war es mein Begehr, meine Bilder abstrakt erscheinen zu lassen. Ein idyllisches Bild eines friedlichen Flusses, das sollte es sein. Natürlich. Entschuldige. Trotzdem meine ich es ernst, als ich sagte, dass ich deine Kunst toll finde. Ich mache mich nicht über dich lustig. Ich will wirklich mehr sehen. Ich vermag dir zu glauben. Deine Aufdringlichkeit ist mir Beweis genug. Verzeih meine Grobheit letztens, denn ich bin Komplimente nicht gewohnt. Nur Orochi sah schon immer etwas Gutes in meinen Bildern. Darum zweifle ich oft. Auch wenn jemand öfter meine Bilder lobt, so zweifle ich dennoch an deren Worten. Ich bin überzeugt, dass mehr Leute deine Bilder mögen, als du denkst. Sei doch mal selbstbewusster. Wie nett deine Worte sind. Falsch schätze ich dich ein, Hinata. Fehlende Finesse war mein Verdacht. Doch ich merkte, wie falsch ich lag.
So lange hast du gebraucht, es zu merken? Und ich habe mir mein Bein ausgerissen, um dich zu loben. Verzeih, Hinata. Wahrlich genoss ich jegliches lobendes Wort von dir. Sieh, welch süßes Lächeln. Du solltest öfter lächeln. Und hiermit ziehe ich meine Entschuldigung zurück. Warte, wie bitte? Warum? Darf ich aber nur deine Kunst loben? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe die Güte und beschränke dein Lob nur auf meine Kunst. Das wäre nett. Dennoch denke ich, dass wir uns aufgrund des Chaos näher kamen. Das denke ich auch. Heißt es, dass du mir endlich mehr von deinen Kunstwerken zeigst? Mir erscheint, als wäre ich gewillt, dir ein oder zwei weitere Kunstwerke zu zeigen. Immerhin. Ach, Kagero. Also ich denke, dass ich sie auf jeden Fall auch mal irgendwann ins Team nehmen werde, weil ich mag sie eigentlich schon ganz gerne. Es ist nur einfach mit den ganzen anderen Ninja nicht so viel Platz für sie im Team. Aber wie gesagt, sie gefällt mir schon ziemlich gut. Nehmen wir erstmal Hinoka und Kaden, den B-Support. Gut, also, das Einmaleins der Pegasus-Pflege. Na los, ich bin ganz Ohr. Zuerst entfilzt du mit der harten Bürste das Fell und löst den eingetrockneten Schlamm, so etwa. Dann nimmst du diese, ebenfalls etwas gröbere Bürste für den restlichen Schmutz. Schön striegeln. Und zu guter Letzt verleihst du deinem Fell mit diesen kurzen Borsten den richtigen Glanz. Ganz einfach, voila, schon bist du fertig. War Kaden, entschuldige, aber könntest du das bitte nochmal erklären? Das ging mir alles viel zu schnell. Oh, das liegt bestimmt daran, dass ich mittlerweile schon so geübt bin. Ach, halb so wild, du musst einfach nur ein bisschen langsamer machen. Dein Können steht außer Frage. Wie schnell du mit dem Striegeln fertig warst. Genau, meine Technik ist perfekt, das ist jeder einzelne Handgriff. Aber beim Striegeln geht es nicht nur um die Technik. Oh, um was denn noch? Liebe natürlich. Wenn du nicht mit Liebe arbeitest, nützt dir die Technik nichts. Deshalb wird dein Pegasus bestimmt auch viel lieber von dir gestriegelt als von mir. Ja, bestimmt. Danke, Kaden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde mein Bestes tun, um dir eine gute Schülerin zu sein. Das freut mich. Und dein Pegasus ganz sicher auch. Wir verbringen viel Zeit miteinander, oder? Darauf kannst du wetten. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn tun würde. Wie rührend, dass du so von ihm redest. Also, neuer Versuch? Na klar. Auch die beiden verstehen sich doch auch ganz gut. Ich finde das ganz interessant, in manchen C- und B-Supports hassen die sich. Und teilweise verstehen sie sich echt von Anfang an schon gut. Das finde ich schön. Na gut, Orochi und Asama, der S-Support. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt. Guten Tag, werte Orochi. Asama, du hast mich schon eine Weile nicht mehr geärgert. Was ist los? Ah, ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Sehr gut, hast du noch mehr von diesen seltenen Kräutern für mich? Ich fürchte nicht. Ich dachte, dass ich das ganze Gebiet von Ratten befreite, bringt mir Anerkennung. Das glaube ich schon. Wie kann ich dir helfen? Herrlich. Ich benötige noch weitere Informationen von dir. Ich möchte den zweitbesten Weg wissen, um dich wahnsinnig zu machen. Wirklich? Diese Frage stellst du mir so direkt? Ist das komisch? Ich dachte, wir hätten ein gewisses Maß an Kameradschaft erreicht. Ich mag dich sehr. Ich träume von deinem reizenden Gesicht, das du im Zorn machst. Verflucht nochmal! Ja, genau das ist es. Also hast du bitte etwas, mit dem ich etwas anfangen kann? Du bist solch ein Spinner. Das nehme ich als großes Kompliment. Bitte denke daran, dass alles mit deinem überraschenden Star-Wettbewerb begann. Ich glaube, du hast unterschwellig versucht, auf dich aufmerksam zu machen. Gut, ich gebe dir noch ein Stichwort, da du nicht für dich selbst vorhersagen kannst. Ich scheine ein Faible für sozial unbeholfene Mönche zu haben. Haha? Warte mal. Wie bitte? Du hast schon verstanden. Da man Feinde lieber nah und im Auge behält, bestehe ich auf unsere Heirat. Oh, ich liebe es, wenn du den Spieß herumdrehst. Ich nehme an. Niemand kann behaupten, Asama wäre jemals vor einem Wagnis zurückgeschreckt. Großartig. Bis dass der Tod uns scheidet. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich dies von Anfang an geplant hatte? Ich bin ihr einfach unterlegen. Oh je. Ich weiß nicht, wer mir jetzt mehr leid tut, Orochi oder Asama. Aber sie scheinen sich ja ganz gut zu verstehen oder so. Ich weiß es nicht. Bin mir da nicht so sicher, was ich von den beiden halten soll. Aber gut, hätten wir das auf jeden Fall. Auch eine neue Nebenquest ist verfügbar.
und wir können mit dem nächsten Kampf weitermachen. Und ich denke, wenn wir dann Kapitel 14 fertig haben, dann sollten ja Silas und Felicia und Kagero und Hinata auch auf dem S-Support sein. Also klar, ich muss dann noch trainieren, aber ich mache ja quasi immer nur einen Support. Und ja gut, Hinoka und Kaden und Ryoma und Setsuna wird vielleicht noch ein bisschen dauern, gerade letztere. Aber ich denke, wir machen dann Kapitel 14, Kapitel 15 und danach können wir mit den ganzen Nebenquests hier anfangen. Wenn wir dann noch nicht alle S-Supports haben, ist ja auch nicht so schlimm. Die können wir ja nebenbei noch freischalten. Ich kann ja sowieso nicht alle Nebenquests gleichzeitig machen. Na gut, Kapitel 14. Los geht's. Kapitel 14. Licht breitet sich aus. We stand together. Willkommen im Untergrund von Schäf. Hier trifft sich der Widerstand. Wir sollten hier vorerst sicher sein. Yes. Vielen Dank, Ryoma. Ich glaube, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, wir sind froh, dich wieder als Anführer bei uns zu haben. Wir haben dich alle so vermisst. Ich wusste doch, dir geht es gut. Trotzdem ist es schön, dich wieder zu haben. Jetzt aber wieder vereint sind, kann uns nichts und niemand aufhalten. Ich danke euch allen. Es ist so schön, euch alle wiederzusehen. Und es tut mir leid, dass ich euch solche Sorgen bereitet habe. Wenn ich nur daran denke, was ihr alles auf euch genommen habt, um mich zu finden. Ich war noch nie stolzer, euer großer Bruder zu sein. Und nun, jetzt da alle wieder zusammen sind, scheint nichts unmöglich. Hey. Das klingt gut. Ihr seid dann wohl alle Ryomas Geschwister, richtig? Yes. Oh, ach ja. Ich sollte euch wohl erstmal mit allen bekannt machen. Das sind meine jüngeren Brüder, Kamui und Takumi. Und meine Schwestern, Hinoka, Azura und Sakura. Leute, das hier ist Scarlett. Hm? Moment, ich kenne die Namen. Wurdet ihr nach der Königsfamilie Hoshidos benannt? That's right. Das könnte man so sagen, ja. Wir sind die Königsfamilie. What? Aha, bitte vergebt mir eure Hoheit. Ich wusste nicht, dass ihr der Ryoma seid. Ich bitte dich, Scarlett. Nenne mich einfach mal Lord Ryoma. Verzeiht, dass ich mich nicht früher zu erkennen gab, doch es war notwendig. Ich wollte die Gruppe richtig kennenlernen, ohne dass mein Titel mir im Weg steht. Ihr hättet euch keine Sorgen machen müssen. Unser Feind ist derselbe. Und viele von uns haben starke Bande zu Hoshido. Mein Großvater war einst der Diener des Königs. Ach, wirklich? Yeah. Ja, seinetwegen wollte ich schon immer eine Ritterin werden. Und wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich gerne eurer Gruppe beitreten. Ihr wisst ja bereits, wie ich mich im Kampf schlage. Also, was sagt ihr? Thank you. Es wäre uns eine Ehre. Willkommen in der Gruppe. Not a problem. Habt vielen Dank, mein Lord Ryoma. All right. Ryoma, kannst du uns mehr über den Widerstand erzählen? Yes. Natürlich. Die Gruppe hier in Schäf ist eine der am besten organisierten Einheiten. Zu Beginn des Krieges hörte ich von der Gruppe und beschloss zu recherchieren. Ich kam hierher und schloss mich ihnen unter Vortäuschung falscher Tatsachen an. Das hat euch bewusst, dass es auch Anti-Hoshido-Gruppen im Untergrund gibt. Deshalb ist es wichtig, Leute in Regionen unter Noahs Herrschaft zu postieren. Nur für den Fall, dass die Konflikte außer Kontrolle geraten. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn nicht erkannt habe. Nun ja, ich bin einfach nur froh, dass wir auf derselben Seite sind. Der Widerstand Schäfs will einfach nur frei von der Unterdrückung Noahs sein. Understood. Ja, wir sollten uns stets vor Augen halten, dass wir nicht nur für Hoshido kämpfen. Garons Gier nach Mord und Totschlag darf nicht noch eine Nation zerstören. What? Was war das? Ich dachte, es wäre ein sicherer Unterschlupf. Na? Ist es auch. Keiner außerhalb des Widerstands weiß von diesem Ort. Lass uns nachsehen, was da vor sich geht. Was geht hier vor? Was war das für eine Explosion? Reporting. Milady, wir sind von norischen Truppen umzingelt. Unsere Leute haben sich dem Feind entgegengestellt, doch es waren zu viele. Nein, woher wussten sie, dass wir hier sind? Es scheint, als hätten wir immer noch einen Verräter unter uns. Was willst du damit sagen? Du hast doch gesehen, was mit Zola passiert ist. Ich weiß es nicht, Kamui, aber wie sonst hätte das passieren können?
Das will ich einfach nicht glauben. Egal, wir müssen alle sofort hier weg. In der Nähe ist ein geheimer Pfad. Alle Mann, los geht's. Aber was dann? Der Pfad führt direkt ins Herz von Noah. Richtig, und genau dorthin will ich gehen. Seid ihr sicher? Für so eine Mission sind wir noch nicht bereit. Vor dem Feind zu fliehen wird diesen Krieg niemals beenden. Wir müssen König Garon direkt gegenübertreten. Und ich glaube kaum, dass er mit einem raschen Gegenangriff rechnet. Was denkst du, Kamui? Let's go. Da hast du wohl recht, mit einer kleinen Gruppe zurückzuschlagen könnte klappen. Ich weiß nicht. Hey. Scarlett, wenn dir unwohl bei diesem Plan ist, bist du nicht verpflichtet mitzukommen. Ich weiß, dass es schwer sein muss, deine Truppen hier sich selbst zu überlassen. Nein, ich gehe mit euch. Der Widerstand ist stark. Wir sind zwar in der Unterzahl, aber der Sieg ist unser. Ich sehe die Willensstärke in deinen Augen. Ich stehe euch bei. Here we go. Großartig. Nun, da alles geklärt ist, sollten wir uns langsam auf den Weg machen. Je früher wir handeln, desto größer ist unser Vorteil. Dieser Gang führt also direkt nach Noah? Weißt du mit Sicherheit, dass er sicher ist? Ja, aber ich dachte auch, dass der geheime Unterschlupf sicher wäre. Der Gang wurde genau für diese Zwecke erbaut, doch dass wir ihn so bald nutzen... I'm so sorry. Verzeih, Scarlett. Unsere Ankunft hat viele Probleme mit sich gebracht. Not a problem. Keine Sorge. Vielleicht war das der nötige Schubs in die richtige Richtung. Also sieh mich bitte nicht so traurig an. Es wird Zeit, ihn die Hölle heiß zu machen. Aua! Danke, das habe ich wohl gebraucht. Wenn mir schon ein Noah einfallen, dann sollte ich wohl selbstbewusster sein. Es ist nicht mehr weit. Jetzt wird es ernst. Nun, die Mauern sind robust und es wimmelt nur so von Soldaten. Hört bitte alle zu. Sobald wir die Grenze überqueren, gibt es kein Zurück mehr. Wenn jemand nicht mit will, ist jetzt die Chance. Keiner wird darüber urteilen. No need to worry. Ich folge dir bis ans Ende der Welt, Kamui. Ich werde dir beistehen. I'm coming with you. Pah, ich soll dir den ganzen Spaß überlassen. Vergiss es, mein Bogen untersteht deinem Befehl, Kamui. I'll help too. Nach all dem, was du für uns getan hast, kann ich nicht zurückbleiben. Es freut mich, dass du die Position des Anführers übernimmst, Kamui. Du bist dem Schwert, das dich erwählte, ein würdiger Träger. Natürlich werde ich auch mit dir Seite an Seite kämpfen. Truly. Du weißt es zwar schon, aber auch ich kämpfe an deiner Seite, Kamui. Ich danke euch allen. Eure Unterstützung bedeutet mir alles. Lasst uns Noah und König Garon zeigen, wie ernst wir es meinen. Okay, also marschieren wir jetzt schon Richtung Noah? Ich fand das ganz spannend, weil quasi unser ganzes Ziel die ganze Zeit über war, es Takumi und Ryoma zu finden. Das haben wir jetzt geschafft. Und unser nächstes Ziel ist es quasi jetzt in Noah einzumarschieren. Das kam jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht, aber andererseits... ja, wir haben ja auch noch einen langen Weg vor uns. So, wir sollten den Boss besiegen. Okay. Lasst mich doch mal gucken. Es ist... ja gut, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so vollgestellt wie beim letzten Mal, aber dann habe ich ein bisschen weiter hinten geguckt und nimm das mal wieder zurück. Es ist doch ziemlich vollgestellt. Was haben wir denn hier? Kavaliere, Rittmeister, mit einer Silbernaginata auch. Also der ist potenziell natürlich ein bisschen gefährlich. Ansonsten haben wir auch ziemlich viele, sag ich mal, schwächere Einheiten, die wir vermutlich gut umknüppeln können. Ich weiß, die Markierungen werden gleich sowieso wieder aufgehoben, aber trotzdem... du bist noch gefährlich. Du vermutlich auch. Also interessante Formation auf jeden Fall. Dass wir hier immer quasi so ein paar schwächere Einheiten haben. Und eine ziemlich starke. Das heißt, wir haben hier drei. Und hier drei, die ein bisschen stärker sind. Dann haben wir hier einen Ritter. Hier einen Ritter. Und ich sehe auch schon, wer hier in der Mitte steht. Nämlich Benny. Den kenne ich ja auch. Bestientöter und Langspeer. Zusammen mit Charlotte. Oder Charlotte, aber ich spreche sie einfach mal deutsch aus. Mit der Stahlaxt. Ich hatte mich schon gewundert bei der letzten Schlacht, dass die nicht vorkamen. Weil in Noah tauchen sie ja in Schäf auf. Aber gut, dass sie dann hier mit auftauchen, finde ich auch gar nicht so schlecht.
Okay. Also haben wir hier auch ein paar bekannte Gesichter und dann noch in Kombination. Erdschritt, der alle Gegner verletzt. Aber... Ach, hier oben ist der Boss. Daniela, Stratege mit Ragnarök. Und wilder Hieb. Die Sache ist, gibt es eine Möglichkeit, da hinzukommen? Weil ich meine, die Drachenadern sonst schon. Wobei, es ist nur in dem Gebiet hier oben. Heißt das, wenn ich mich hier durchgeprügelt habe, das sind 33 Gegner, dass hier dann neue Gegner spawnen? Weil die Drachenadern, die beiden sind nur für dieses Gebiet hier oben. Oder die ziehen sich zurück nach hier oben, das kann auch sein. Dass sich die Gegner hier unten quasi alle hier oben so ein bisschen einnisten auf engstem Raum. Weil ansonsten ergeben die Drachenadern nicht wirklich Sinn. Na gut. Einheiten. Ich schalte mal wieder kurz alle aus, weil ich durch das Training hier auch noch die Ersatzbank-Charaktere dabei habe. Mosu und Hayato, Azura und Takumi, Kaden und Hinoka, Kase, Setsuna, Sakura und Rurinka, Saizo und Ryoma. Ja, können wir sogar alle mitnehmen. Ich habe auch so ein paar Waffen gekauft und verteilt, wie ihr hier vielleicht seht. Mosu mit der Wächter-Naginata zum Beispiel. Takumi hat noch ein Illusions-Yumi. Beides so ein bisschen für die Defensive. Rinka hat, glaube ich, auch noch so ein paar Sachen bekommen. Also ja, ich habe so ein bisschen aufgerüstet. Wenn ich halt schon keine weiterentwickelten Einheiten habe, was mir immer noch so ein bisschen gegen den Strich geht, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich so langsam vielleicht mich weiterentwickeln sollte. Aber ich sag mal, solange das Spiel mir das jetzt nicht zwingend vorgibt, kann es ja nicht so schlimm sein. Ich meine, wir haben noch so viele Basisklassen auf der Gegnerseite, dass es, glaube ich, nicht so schlimm sein kann, dass ich noch nicht entwickelt bin. So. Du hast schon den S-Support, du auch, ihr noch nicht. So. Alles klar. Dann legen wir los. Boss besiegen. Die Sache ist, wie gehen wir jetzt am schlausten vor? Am besten, ich markiere euch erstmal, um die beiden Bogenschützen oder Gesetzlosen links und rechts anlocken zu können. Das kann eigentlich Ryoma mal machen. Ich weiß, Ryoma muss jetzt nicht zwingend trainiert werden, denke ich. Da hat Setsuna das Training, glaube ich, nötiger. Aber damit wir ihn auch mal im Einsatz sehen und so zum Anlocken. Bevor ich das aber mache, diesmal bin ich so schlau und schalte das wieder ein. So die andere Seite. Stellen wir mal Rinka hier hin. So. Und ansonsten arbeiten wir uns hier einfach so ein bisschen vor. Weil in Reichweite der Bogenschützen möchte ich die beiden dann doch nicht stellen. Saizo. Machen wir mal eine schöne Formation. So. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwen zusammenpacken möchte. Die dann zwingend zusammenkämpfen könnten. So wie Oboro und Mosu zum Beispiel. Die können ja auch einen A-Plus-Support haben. Oder auch Kamui und Sakura. Aber erstmal... Verdammt, ich kann es nicht symmetrisch machen. Ich bin enttäuscht. Na gut. So. Gut, du gehst auf Rinka. Das ist nicht das Problem. Hätte vielleicht die Wurfkeule ausrüsten können, aber zum Anlocken ist es eigentlich jetzt nicht so wichtig. Und da... Achso, das Raijinto war auch nicht ausgerüstet. Dumm, die dumm. Es ist wirklich gut. Ich locke alle an, aber habe so alle wichtigen Waffen einfach nicht ausgerüstet. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber naja. So, wir hätten die Silberkeule, die guten Schaden macht. Gut, einen Speerbrecher brauche ich hier nicht zwingend, da die Meisteraxt. Ich habe nämlich gedacht, eine Silberwaffe, klar, macht guten Schaden, wie man sieht. Rinka macht meistens gar nicht so viel Schaden. Sie hält einfach sehr viel aus und macht einfach konstanten Schaden. Aber mit der Silberkeule kann sie schon gut reinhauen. Speerbrecher, klar, gegen Speereinheiten. Habe ich hier einfach gegeben, nicht weil ich speziell was gegen Speerkämpfer haben wollte, sondern einfach weil ich es kaufen konnte und mir dachte, warum nicht. Gut, Meisteraxt zum Critten ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Also ich habe quasi das gekauft, was ich so kaufen konnte. Und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn sie vielleicht was gegen Speerkämpfer hat. Warum nicht? Na, hat ganz knapp nicht gereicht.
Da bin ich aber safe, das ist gut. Setsuna. Setsuna würde natürlich auch guten Schaden nehmen. Aber ich würde eigentlich gerne Marioma, ouch, ausprobieren. Einfach, dass wir ihn auch mal im Einsatz sehen. Also 36 ist ja schon hart. Aber 36 mal 2 zu 100% und 31% Crit-Chance. Ryoma ist ein Monster. I'll just be here. You have breathed your last. Ja, 108 Schaden, ne? Also ich werde ihn, glaube ich, eher nicht einsetzen. Er levelt sowieso nicht wirklich gut hier. Aber ich wollte ihn halt echt mal ausprobieren. Deswegen. So. Ihr kommt alle bis da. Alles klar. Wenn ich mich da noch vorstelle. Na, da kommen die leider auch dran. Die, wobei, hier nicht. Das heißt, ihr seid ziemlich uninteressant. Ihr kommt da sowieso nicht dran. Nur der hier. Du kämpfst dran, du kämpfst nicht dran, du kämpfst dran. Okay. Sprich, ich könnte hier jemanden hinstellen. Der würde aber auch den Schaden von dem Kavalier bekommen. Aha. Der Bogenschütze ist halt so ein bisschen noch das Problem da hinten. Den würde ich gerne beseitigen, aber das reicht nicht. Das gibt keine Stärke. Und ich könnte natürlich auch Oboro geben. Machen wir es mal anders. Oboro kann ja den auf jeden Fall außer Gefecht setzen und kriegt 12 Schaden. Okay. Das wäre dann schon mal Oboro. Kamui könnte den auf jeden Fall außer Gefecht setzen. Dann wäre hier auch Platz. Der Bogenschütze wäre nicht so das Problem. Saizo könnte den außer Gefecht setzen. Das würde auf jeden Fall so funktionieren. Gut, dann, wow, fangen wir hier mal an. Saizo auch mit dem Silber-Shuriken jetzt ausgerüstet und auch mit dem Bo-Shuriken gegen gepanzerte Einheiten. Finde ich unglaublich praktisch, weil, ja gut, gegen gepanzerte Einheiten kann man nicht so viel machen. Ich habe auch einen Feuer-Shuriken. Den habe ich jetzt gekauft, damit ich auch Felicia besser trainieren kann. Aber Saizo, naja, Kase, naja, also die haben jetzt nicht so den Magiewert dafür. Deswegen. So, dann wollte ich Kamui in die Mitte stellen. Und den platt machen. Genau. Weil ich meine, ich will ja auch langsam Level 20 erreichen. Und Kamui irgendwie, habe ich das Gefühl, macht immer unglaublich wenig in den Schlachten. Gefühlt. So. Und nochmal kurz zur Überprüfung. Da unten kommt nur der dran. Und natürlich der Bogenschütze, klar. Von hier hinten, Moment. Lasst mich hier nochmal ganz kurz gucken. Ah, das wäre auch knapp gewesen. Aber der kommt tatsächlich nicht dran. Okay. Dann kann ich Oboro da auch hinstellen. Und problemlos mit Kamuis Unterstützung den Ritter hier außer Gefecht setzen. So. Yo, die beiden harmonieren auch super. Und sogar ein Level-Up für Kamui. Was haben wir jetzt? 18? Yo. Es wird. Also klar, ich könnte auch jetzt schon entwickeln. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so die Schande, weil ich ja auch kurz vor dem Level-Up bin. Aber da, ich weiß nicht. Dann mache ich auch noch bis 20. So, Azura muss jetzt aber mal ein bisschen Abstand nehmen, genau wie Hinoka. Sakura hat gar nicht so schlechte Werte tatsächlich. Kase packe ich mal mit Saizo hier zusammen. Mozu hat eigentlich auch eine gute Verteidigung, vor allem wenn ich ihr die Wächter-Naginata gebe. Vielleicht lasse ich sie aber auch mal hier stehen mit dem Langspeer. Gut, mit der Wächter-Naginata hätte sie halt 18 Verteidigung, aber so hätte sie halt 13. Du hast einen Angriff von 21. Das ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Dann kann ich sie vielleicht auch quasi ja, den Bogenschützen anlocken lassen. Warum nicht? Müssen ja nicht immer die anderen machen.
weil ich gehe mal... Nee, geht tatsächlich auf Kamui, okay. Ich ging jetzt einfach mal davon aus, dass sie auf Mosu gehen würde. Weil quasi schwächstes Glied. Aber gut, dann halt so. Aber schön, dass sie sich immer so zusammen positionieren, wirklich. Ich meine, man muss dazu sagen, wenn man Hoshido auf schwer spielt, oder generell Hoshido, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, dass die Gegner teilweise auch angreifen, wenn sie gar keinen Schaden machen und auch meine Werte nicht runterhauen können. Also, dass sie teilweise komplett blöde Sachen machen, sag ich mal. Dafür können sie sich zumindest hier so ein bisschen kombinieren. Das finde ich gar nicht so schlecht. So. Jetzt stehen wir natürlich alle etwas anders. Sprich, ich markiere euch mal ruhig alle. Na gut, ihr kommt sowieso nicht weit. So, dass ich euch nicht irgendwie vor die Flinte laufe. Okay. Sprich, ich kann dann hier auf jeden Fall agieren. Hier muss ich ein bisschen was tun. Und hier muss ich mal gucken. Das Positive ist, die einzig wirklich gefährliche Einheit hier ist der hier. Und da kann ich wahrscheinlich nicht so viel machen. Boah, Hayato kann mehr machen, als ich gedacht hätte. Das Urteilstor dreht ja quasi den Waffenvorteil oder Nachteil um. Mal gucken. Weil der müsste auf jeden Fall eigentlich weg. Der ist ein bisschen gefährlich. Aber zur Not kann ich auch einfach aus dem seinen Einflussradius rausgehen. Das sollte nicht das Problem sein. Na gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.